Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution Video. Und wie ihr hier seht, haben wir schon wieder unsere 40 Jeeps hier am Start. Und was wir heute gegen diese antreten lassen, das habt ihr sicherlich gerade schon gesehen am Anfang des Videos. Und das sind nämlich Brachiosauren. Und das wurde auch mehrfach von euch unter das Trodon-Video geschrieben. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Also vielen, vielen Dank für die ganzen Vorschläge. Und ich denke, es ist echt eine gute Idee, wenn wir hier mal einen recht großen und schweren Dinosaurier antreten lassen. Wir können ja mal eben einmal schauen, wie schwer der Brachiosaurus denn hier in Jurassic World Evolution überhaupt ist. Und so, wo haben wir ihn? Da ist er doch, der Brachiosaurus. Da. Das klingt ja abgespaced. Hört mal am Anfang, wenn ich da reingehe. Das ist ja voll witzig. Das ist ja geil, das habe ich noch nie gehört. Ich glaube, ich habe mir das Profil von dem auch noch nie angeguckt. Auf jeden Fall, der ist 6,40 Meter hoch. So klein nur, ich hätte jetzt gedacht, der wäre höher. Finde ich jetzt gar nicht so krass. 18,8 Meter lang und 60 Tonnen schwer. Und mit 60 Tonnen ist er zu dem Trodon, den wir letztes Mal hatten, natürlich ein kompletter Unterschied. Der Trodon hat 50 Kilo gewogen, glaube ich. Und da waren die 200 Trodons, waren nicht mal so schwer wie ein Brachiosaurus. Also ich erhoffe mir hier wirklich ein sehr, sehr guten Effekt, wenn wir die Brachiosauren gegen die Jeeps gegenlaufen lassen. Also es könnte gut passieren, dass die heute richtig durch die Gegend geflogen oder katapultiert werden. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und ich würde jetzt sagen, im Hintergrund haben sie schon gebrütet. Wir lassen die jetzt gleich frei. Und wenn ich den letzten wieder freilasse, bringe ich euch zurück. Das schauen wir uns an. Und dann geht's hier los. So, meine Freunde, ich habe hier noch keinen freigelassen, wie ihr sehen könnt. Mir ist nämlich gerade nochmal eine Idee gekommen. Ich hatte nämlich die Idee, wir haben das ja bis jetzt immer bei Tag gemacht. Aber was ist denn, wenn wir hier Nacht einstellen? Weil eigentlich müsste ja bei Nacht jedes einzelne Auto die Lampen anhaben. Ja, hat's auch. Und das sieht echt cool aus. Alter Schwede. Also das ist mal ganz schön viel Licht. Und ich glaube, das könnte echt witzig aussehen, wenn die Jeeps dann so durch die Gegend fliegen und man nur so die Lampen leuchten sieht. Ich würde sagen, wir probieren das Ganze jetzt mal bei Nacht aus. Das könnte echt cool werden. Und wir können eigentlich auch jetzt gemeinsam mal den ersten Brachio freilassen. Machen wir einfach mal. Hier einen mit Tundra-Muster. Los geht's. Ist auch einer meiner Lieblingsdinosaurier, der Brachio. Jetzt gerade bei Nacht sieht das immer echt schön aus. Wenn dann der Mondschein im Hintergrund ist. Auch wenn man den Mond gerade leider nicht sieht. Das sind so die Momente in Jurassic World Evolution, da freut man sich jedes Mal. Also das ist echt sehr, sehr schön gemacht, die Einlaufanimation und mit der Musik von dem Brachiosaurus. Also das feiere ich richtig und ich lasse jetzt noch die anderen frei, weil das wird alles ein bisschen dauern. Und dann, wenn sie dann hier in diesem Gehege sind, bringe ich euch zurück und dann geht's los. Die 25 Brachios sind jetzt hier in diesem kleinen Gehege gefangen und ihr seht schon, die verlieren schon an Gesundheit, weil sie einfach hungrig sind und durstig sind. Und deswegen brauchen wir jetzt hier, glaube ich, gar nicht mehr lange warten, weil ihr seht schon, alle verlieren hier schon Gesundheit. Die haben alle noch nicht wirklich was gefressen und sollten jetzt gleich eigentlich direkt losrennen und da hinten zum Futter wollen, wenn ich hier das Tor öffne. Und das machen wir jetzt und dann gehen wir direkt in den Aufnahmemodus. Und ich bin super gespannt, was passieren wird, weil ihr müsst überlegen, die wiegen einfach 60 Tonnen pro Stück. Und ich habe wirklich die Hoffnung, dass hier die Jeeps ordentlich durch die Luft katapultiert werden. Aber wir werden sehen. Vielleicht ist es ja auch wieder ein totaler Reinfall. Also mit den Triceratopsen war es ja bis jetzt mit Abstand am besten. Aber die Jeeps fahren jetzt alle los. Und jetzt gehen die ersten Brachios auch da rein in die Masse. Und ich erhoffe mir jetzt hier wirklich, dass hier der ein oder andere Jeep bis in den Mond befördert wird. Und da fliegen auf jeden Fall schon mal die ersten Jeeps. Der eine wird hier über den Hals schon befördert. War so, als wenn er einen Kopfball machen will, der Brachio da vorne. Aber also so richtig in die Luft katapultiert wurde hier noch keiner. Aber es sind jetzt ja auch noch nicht wirklich viele Brachios da reingegangen. Vielleicht könnte das passieren, wenn mal ein Jeep zwischen zwei Brachios eingeklemmt wird. Das könnte ich mir gut vorstellen. Da hinten glitschen schon wieder die ersten Jeeps weg. Das ist leider immer sehr, sehr schade, dass die einfach wegteleportiert werden. Die Brachios rennen jetzt hier alle ordentlich los. Man sieht kaum was. Hier unten versuchen schon die ersten Jeeps durchzukommen. Und da fliegt wieder einer, ganz seltsam. Über den Rücken.
Ich finde das witzig, wie die in der Luft einfach so lenken können und steuern, ne? Total bescheuert. Also sie fliegen ganz leicht, aber jetzt nicht so krass, wie ich es mir erhofft habe. Ich habe auch das Gefühl, dass hier einfach schon voll viele Jeeps weg sind. Ich glaube, es wurden einfach schon richtig viele wegteleportiert durch die Brachios. Aber man kann es auch sehr, sehr schlecht erkennen, weil die einfach solche riesen Kolosse sind, die Brachiosauren. Also sie rennen auf jeden Fall alle durch. Ach so, der Tipp mit dem Tor, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe, den habt ihr mir auch geschrieben, damit die Dinosaurier da nicht rausgehen. Dass ich einfach ein Tor reinmachen soll, weil dann fahren die Jeeps los und kein Dino geht nach hinten raus. Also es sind gleich fast alle 25 Brachios durchgelaufen, aber das gewünschte Ergebnis haben wir hier noch nicht erzielt. War mal wieder sehr enttäuschend, muss ich sagen. Also ich hätte mir echt hier mehr erhofft, aber vielleicht kriegen wir es ja noch in den anderen Durchläufen hin. War ja bei den Trodons auch ähnlich, da haben wir dann am Ende auch noch recht witzige Ergebnisse erzielt. Und darum geht's ja. Also ich wünsche mir eigentlich, dass mein Jeep so richtig zack bis da oben in den Mond fliegt. Bis dahin. Genau. Dass man ihn nur noch da oben sieht als kleiner Punkt. Das wäre echt mega nice. Aber das haben wir jetzt im ersten Lauf auf jeden Fall nicht geschafft. Ich würde sagen, wir starten das Ganze nochmal. Okay Leute, wir hatten gerade eine kleine Sensation. Mein Spiel ist gerade zum ersten Mal gecrashed. Es war zum Glück erst, nachdem unser Run sozusagen vorbei war. Aber es ist zum ersten Mal gecrashed. Also die Brachiosauren scheinen hier wirklich für Trubel zu sorgen. Ach, ich habe noch das Ding gar nicht eröffnet. Dann brauche ich ja gar nicht hier in den Aufnahmemodus gehen. Ich habe mir überlegt, das Ganze mal ein bisschen in Zeitlupe jetzt anzuschauen. Dann sehen wir, können wir nämlich mal ein bisschen genauer uns angucken, was hier überhaupt mit den Jeeps da unten passiert. Aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen warten, bis sie loslaufen. Also die Jeeps fahren jetzt hier los. Gehen mal so ein bisschen in die niedrige Perspektive hier und gucken uns das an. Machen jetzt mal in Zeitlupe. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie das Ganze sich hier verhält. Also die ersten Jeeps fahren, die Brachiosauren. Haben es noch gar nicht gecheckt, dass hier das Tor offen ist. Guck mal, die können sogar unter den Schwänzen von den Brachios durchfahren. Das ist ja voll cool, ne? Wie das aussieht. Übel nice. Meint ihr, die können auch durch die Beine durchfahren? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, doch, er versucht es gerade. Aber das ist mehr so ein kläglicher Durchglitch, den er da macht. Boah, das sind aber auch Riesen, ne? Wenn man hier so durchfliegen kann, das ist richtig awesome. Also der Kameramodus ist schon auf eine gewisse Art und Weise sehr cool. Ist halt nur schade, dass es keine Zurückspulfunktion gibt. Oh, was ist da? Ein cheatender Jeep. Er fliegt. In die Freiheit. Okay, keine Ahnung, wie der das jetzt angestellt hat. Aber der backt da immer noch rum. Jetzt ist aber gelandet. Schnell wieder zurück mit der Kamera. Aber bis die Brachios loslaufen, weil die echt langsam sind, ist schon die Hälfte der Jeeps gefühlt abgehauen da hinten. Sehr, sehr schade. Die Trizis waren da echt schneller, weil die halt wirklich einen Spurt hinlegen. Und dann passiert auch mehr. Jetzt läuft der erste Brachio endlich da durch. Aber er schiebt die nur so ein bisschen weg. Da seht ihr das. Ich gehe mal noch ein bisschen runter. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das Spiel gleich nochmal crasht. Dann seid bitte nicht böse. Aber da passiert halt nichts, ne? Der läuft wirklich einfach da durch. Die schubbeln so ein bisschen hin und her, die Jeeps. Aber so richtig beeindruckend tut ihr es nicht. Da hebt gerade der nächste ab, aber nicht durch Fremdeinwirkung, also nur durch Jeeps. Das ist immer total witzig, wie die nach vorne fliegen dann, ne? Das ist echt geil, die Physik so. Okay, wir machen mal, gehen mal an diese Perspektive so ein bisschen, dann verpassen wir da hinten auch nichts. Ja, die Brachios sind halt echt zu langsam, das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, wir müssen wirklich warten mit den Losfahren, dass die Brachios richtig loslaufen. Da fliegen auf jeden Fall wieder mal ein paar Jeeps. Das ist ja mal ganz schön, der hier überschlägt sich erstmal in unsere Richtung so ein bisschen. Ja, ja. Fliegt ja richtig weit zu uns. Oh, jetzt geht's ab. Jetzt heben mal ein paar Jeeps ab. Das ist sehr schön zu sehen. Der erste Jeep hat es über die Mauer geschafft. Der zweite hat es auch über die Mauer geschafft. Der andere fliegt noch da oben. Steuert jetzt aber wieder. Guckt euch das an. Das Fliegende. Es ist so geil, wie die einfach steuern können in der Luft auf einmal. Okay, wir machen mal Zeitlupe aus. Und dann probieren wir das gleich nochmal.
Also Zeitlupenmodus ist schon sehr witzig. Ja, ich habe halt das Gefühl, hier wird jetzt schon wieder nicht mehr viel passieren. Weil, ihr seht, die ganzen Brachios sind noch da hinten. Und die meisten Jeeps sind hier einfach schon entkommen. Hier ist so der einzige Haufen von Jeeps, wo ich noch Hoffnung habe, weil die sich so ineinander verkeilt haben. Jetzt müsste hier nur mal eben einer durchlaufen. Das könnte jetzt hier gleich passieren. Oh, die haben sich ordentlich verkeilt. Ich hoffe, die befreien sich jetzt nicht, bevor die Brachios hier kommen. Oh, jetzt läuft einer rein. Ja, passiert aber nichts. Schade, schade. Ja, vielleicht beim nächsten. Den warten wir auf jeden Fall noch ab, bevor wir den nächsten Versuch starten. Aber sie haben sich gleich schon wieder enttüdelt. Ja, jetzt sind sie wieder nicht mehr aufeinander gestapelt. Schade, schade. Ja, vielleicht passiert hier noch was. Nee, ich glaube nicht. Wir sollten nochmal neu starten. Ich habe nochmal eine Idee. Okay, die Idee ist folgende. Ich mache hier eine Mauer vor. Und dann sollten die Jeeps nämlich noch nicht losfahren. Zu nah an Dinosaurier. Immer noch? Was zur Hölle? Ist doch mega weit entfernt schon gewesen. Ist ja auch egal. Und jetzt öffne ich die Mauer. Und jetzt warten wir, bis die Brachios wirklich loslaufen. Und dann entfernen wir erst die Mauer. Und dann gehen wir wieder in den Aufnahmemodus. Und ich glaube, ich gehe wieder in den Zeitlupe-Modus. Weil das ist eigentlich ganz cool. Dauert zwar alles ein bisschen länger dann, logischerweise. Aber man kann es auch besser beobachten. Der erste läuft los. Den nehmen wir aber noch nicht als Anlass, hier das Tor zu eröffnen. Erst wenn die große Masse losläuft. Weil jetzt, ihr seht ja, jetzt passiert gar nichts. Das kennen wir ja schon. Wenn die Jeeps nicht fahren, passiert hier auch nichts. Dann wackeln die so ein bisschen. Aber der erste Brachio ist einfach zu wenig, um das hier zu eröffnen. Ich glaube, jetzt geht's los hier. Der Massenandrang beginnt. Und jetzt eröffnen wir das Ganze hier. Ich hoffe, das hat jetzt gereicht. Wir positionieren die Kamera. Ein bisschen runter. Und dann gehen wir... Wir machen mal erstmal normal. Können wir gleich immer noch Zeitlupe anmachen. Aber jetzt sind die Brachios schon auf jeden Fall am Loslaufen, während hier die Jeeps alle losfahren wollen. Das ist, glaube ich, schon mal besser vom Timing. Könnte jetzt auch was passieren. Ja, die ersten Jeeps fliegen zumindest ein bisschen. Kommt schon. Brachios, zeigt, dass eure 60-Tonnen-Power hier auch was bewirken kann. Ich meine, was wiegt so ein Jeep? 2 Tonnen vielleicht, wenn es hochkommt? Wahrscheinlich sogar ein bisschen weniger, ich weiß es gar nicht genau. Wobei 2 Tonnen kommt wahrscheinlich schon ganz gut hin. Ja, aber so richtig. Oh, da fliegt einer. Ein blauer. Das ist der erste Jeep, der geflogen ist. Aber auch nicht so hoch, wie ich es mir hoffe. Ich will halt wirklich mal so ein Ergebnis erzielen, dass der so richtig bis zum Mond fliegt. Das wäre so mein Traum. Ich frage mich ja... Oh, da fliegen wieder welche. Und da ist schon wieder einer verschwunden. Dass die halt wegglitschen, ist halt echt doof. Ich frage mich ja, ob es irgendein Dinosaurier schaffen könnte, dass mal ein Jeep so richtig, richtig hoch befördert wird. Weil die Brachios waren eigentlich so mein großer Hoffnungsschimmer, dass die schaffen mit ihrem schweren Gewicht und ihrer großen Größe. Aber ihr seht ja, die schieben die eher vor sich her und glitschen die in sich rein. Und die Hälfte der Jeeps verschwindet dann auch immer gefühlt. Jetzt ist hier wieder echt wenig passiert. Ich habe das Gefühl, es passiert ja sogar weniger als bei den Troodons. Also bei den Troodons sind die, glaube ich, noch mehr geflogen, ne? Die laufen aber auch alle gerade rechts und die Jeeps stehen auch alle sozusagen rechts. Also von sich aus gesehen, ne? Jeweils. Als ob sie sich absprechen. Ja, Leute, das war jetzt, glaube ich, der dritte Durchlauf oder so. Und bis jetzt waren die alle sehr enttäuschend. Ich habe jetzt hier noch die Idee, dass wir hier nochmal so ein kleines Mauerstück hinbauen. Einfach in der Hoffnung, dass sie sich mal nicht alle auf die rechte Seite von sich ausquetschen, dass sie dann hier so durch müssen. Vielleicht bewirkt das ja was, vielleicht hilft es. Ist jetzt aber der letzte Versuch, den wir auf jeden Fall probieren. Wir warten wieder, bis sie loslaufen, machen dann hinten die Mauer weg. Und ansonsten war es das dann halt. Also wir können es halt nicht beeinflussen. Die Brachios scheinen hier wirklich nicht so viel Impact zu haben. Ich könnte mir halt vorstellen, dass sie wirklich diese Kraft entwickeln würden, um die hochzuwerfen. Aber dass die Jeeps dann einfach vorher ja sozusagen sich wegbuggen, dass sie einfach wieder in der Station sind und verschwinden. Das ist ja leider ein großes Problem. Ich will es zumindest mal schaffen, dass ein Jeep auf diese Höhe ungefähr fliegt. Das ist ja schon echt ein Stück. Also wenn man überlegt, so, das wäre schon geil, wenn der hier so rüberfliegt. Aber ob die Brachios dafür so das richtige
Tier sind oder der richtige Dino, das weiß ich nicht, weil die Triceratopse haben da wirklich viel mehr gerissen, aber die sind natürlich auch Rammböcke, ne? Die Brachios sind einfach nur groß und schwer. Jetzt will hier auch irgendwie gar keiner loslaufen. Passen die da nicht durch oder was? Passiert denn jetzt hier? Brachios, da vorne ist noch offen, ne? Ich frage mich gerade, ob die durch die Lücke nicht durchpassen und deswegen nicht loslaufen. Stark das Gefühl gerade. Wenn ich ehrlich bin, ich mach mal das Stück nochmal weg, mach's ein bisschen kleiner. So vielleicht? Oh ja, jetzt wollen sie los. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Die ersten laufen. Wir eröffnen natürlich erst wieder, wenn die ersten hier sich auf den Jeeps befinden. Jetzt laufen, glaube ich, relativ viele los in die Richtung auf jeden Fall. Okay, es geht los. Ich würde sagen, wir eröffnen das Ding und genießen jetzt noch ein allerletztes Mal die Show. Hoffentlich mit einem guten Ergebnis. Die Jeeps fahren los, die Brachios rennen rein in die Jeeps. Vielleicht passiert hier was. Vielleicht auch nicht. Sehen wir jetzt hier noch einen Jeep zum Mond fliegen? Oder werden die Brachiosauren eine Enttäuschung sein? Da fliegt der erste Jeep. Immerhin schon mal etwas. Aber noch nicht so hoch, wie ich es mir erhofft habe. Ja. Jungs. Ihr müsst voll reinlaufen in die Masse. Also überschlagen tun sie sich schon mal ordentlich. Ich würde mir das ja auch gerne aus der Ego-Perspektive angucken von den Jeeps. Aber man wird ja leider, sobald man sich überschlägt, raus befördert mit der Kamera von dem Jeep. Okay, da fliegt der nächste. Ah, die glitschen alle weg. Habt ihr es gesehen? Der war gerade gut eingeklemmt zwischen den Beinen bei den Brachios. Aber der ist dann einfach verschwunden, der Jeep. Total doof. Kommt schon, Jungs. Das ist euer letzter Versuch. Enttäuscht uns nicht. Das sieht nicht gut aus für die Brachios. Also, das ist wirklich ein... Okay. Die scheinen hier überfordert zu sein. Mit ihm los. Der ist raus. Ist der jetzt in Freiheit? Erzähl mir nicht. Der ist jetzt nicht in Freiheit geglitscht, oder? Sorry, das ist gerade ein bisschen spannender, muss ich sagen. Die glitschen sich hier. Was passiert denn jetzt hier? Was ist mit dem Brachios los? Der hier ist auch raus. Ich glaube, wir haben das... Ne, der ist nicht raus. WTF. Okay, die Jeeps. Also das mit den Jeeps war auf jeden Fall eine Enttäuschung. Aber was passiert denn jetzt hier gerade? Okay. Was ist mit deinem Schweif? Ich glaube, der hat sich da ein bisschen verkantet. Mich interessiert gerade, ob die sich ernsthaft in Freiheit glitschen hier oder ob das buggy ist. Nee, okay, es ist buggy. Sah nur so aus. Er war nicht in Freiheit. Das wäre auch total krass gewesen. Da hinten auch schon wieder einer. Aber ich kann mir auch... Ist der jetzt in Freiheit? Tatsächlich! Leute! Okay, die Brachios haben andere Fähigkeiten. Die können zwar keine Jeeps in die Luft befördern, aber sie können sich einfach durch Wände zaubern. Also dieser Brachio hat es geschafft. Er ist hier ein Wunderdinosaurier. Warte mal, als Belohnung, mein Lieber. Weil du hier der Wunderdino bist, dann bekommst du jetzt einmal Wasser und was Schönes zu essen. Ganz für dich allein. Ja, zack, 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 zack. Genieß es. Du hast es geschafft. Du bist der Sieger der heutigen Folge. Ansonsten wart ihr Brachios wirklich enttäuschend. Aber Freunde, falls euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr mehr von sowas sehen wollt, dann dürft ihr auch gerne abonnieren. Und wenn ihr Vorschläge habt, welcher Dino es hier besser machen könnte, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich freue mich wirklich über jeden Kommentar und versuche auch jeden Kommentar zu lesen. Wenn ihr ein Herz von mir bekommt, wisst ihr, ich habe ihn gelesen. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, macht's gut. Euer Dandy.